Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mir gehen momentan ziemlich viele Gedanken durch den Kopf bezüglich der Situation, die nebenan, nicht weit von hier entfernt, ein paar hundert Kilometer, dort im Gazastreifen passieren und natürlich auch in Israel. Ich bin hier in Aqaba. Am Roten Meer. Von hier Luftlinie 3 Kilometer entfernt ist Eilat in Israel. Zum Gazastreifen sind es 200 Kilometer. Und ja, ich müsste mal ein paar Gedanken selber sortieren zu diesem Konflikt. Vielleicht könnt ihr mir dort folgen, würde ich mich freuen, wenn nicht, das ist auch in Ordnung. Hier einen kleinen arabischen Kaffee, den habe ich gerade hier geschenkt bekommen. Wie man sieht, ich bin hier mitten im Leben, ein schönes arabisches Restaurant und ja. Also ich bin jetzt hier wirklich direkt im Zentrum des Nahostens. Der Konflikt ist quasi nebenan, wobei er ist eigentlich nicht nur nebenan, sondern ich bin eigentlich fast mittendrin. Denn ich habe schon mal erzählt, aber ich will das gerne wiederholen, hier zusammenfassen in dem Video. Im Westjordanland ist in Jordanien ist 50% der Bevölkerung palästinensische Abstammung. Das sind also Nachfahren von Vertriebenen, Geflohenen, wie immer ihr das bezeichnen will, aus den Kriegen, die in Israel entstanden sind. Die Hälfte der Bevölkerung ist palästinensische Abstammung. Rund 2 Millionen Palästinenser leben hier ohne einen jordanischen Pass. Das heißt, dass wenn jemand sauer und böse sein könnte auf die Israelis, auf den Westen, dann wäre das hier mit Sicherheit neben dem Westjordanland und dem Gazastreifen am stärksten zu spüren. Verstanden? Wenn ich im Westjordanland oder im Gazastreifen, wo sollen die Menschen nicht besonders zornig sein auf diese Situation, die hier jetzt momentan herrscht? Weswegen sage ich das? Ich kritisiere häufiger und gerne mittlerweile die Politik, die unsere Regierung macht. Da gibt es für mich gar nichts dran zu deuteln, das ist eine Katastrophe und diese Regierung muss abgewählt werden. Womit ich aber auch nicht einverstanden bin, ist ganz klar, dass man jetzt zum Beispiel Demonstrationen der islamischen Bevölkerung, die in Deutschland leben, ob mit deutschem Pass, ohne deutschen Pass, wie auch immer, immer gleich darstellt, als wenn das jetzt alles fanatische Moslems sind, die uns morgen den Kopf abschneiden wollen. Das ist total übertrieben und aus dem Zusammenhang rausgerissen. Ich bin für Meinungsfreiheit. Ich trete ein für eine freie Presse, die wir meiner Meinung nach nicht haben. Aber wir müssen daran arbeiten, dass sie wieder da ist. Dafür haben wir Gott sei Dank hoffentlich die freien Medien, das Internet, wo man da ein bisschen freier äußern kann. Ich mich denn ja auch. Und insofern möchte ich hier mal eine Lanze brechen für das Demonstrationsrecht. Mich stört es etwas, wenn ich auch in den alternativen Medien, nicht nur in den Staatsmedien, höre, wie kann man jetzt gegen Israel demonstrieren und
Man müsste jetzt ja quasi jeden, der auf eine Demonstration geht, registrieren und dann gleich einen Flieger setzen, nach Hause schicken, raussperren. Was soll das? Wir haben Demonstrationsrecht. Ja, mit Sicherheit sind Fanatiker darunter, Spinner, gefährliche Spinner, 1-2%, 3%, wie auch immer, ich weiß gar keine genauen Zahlen, die sich unter diese Demonstranten mischen. Ich habe gelitten darunter. Ich bin das erste Mal im Leben zu einer Anti-C-Pandemie-Demo gegangen im Sommer 2020. Und damals wurde man pauschal, weil ein paar mit einer sogenannten Reichstagsflagge da rumgelaufen sind. Warum habt ihr euch nicht davon distanziert? Ihr hättet doch denn gleich da weggehen müssen. Und wer das nicht getan hat, der ist dann gleich quasi ein Rechter. Ich bin kein Rechter. Ich habe viele ausländische Freunde. Ja, wer mich kennt, der weiß das ganz genau. Mich kann man garantiert nicht in irgendeine rechtsextreme Ecke tun. Was ich aber sagen will ist, so wie man damals gegen uns, die gegen die C-Pandemie-Maßnahmen gegen angegangen sind, verurteilt hat und ich das Betrug an unserer Demokratie fand, gegen das Grundgesetz. Wir haben eine Meinungsfreiheit und dass man uns da verbieten will zu demonstrieren, dass man teilweise Demonstrationen verboten hat, fand ich gegen das Grundgesetz und Demokratie feindlich. Wenn ich jetzt höre, dass die Moslems und andere nicht demonstrieren dürfen gegen das, was im Gazastreifen passiert, dann ist das genauso zu verurteilen und demokratiefeindlich. Ganz klar, man muss das ja heute noch mal extra tun, weil sonst ist er ja auch gleich wieder was für ein Typ auch immer. Ich verurteile natürlich den schamlosen Mord an Frauen, Kindern, die Verstümmelung von Unschuldigen, was die Hamas gemacht hat in Israel. Verurteile ich aufs Schärfste, das ist in keinster Weise zu rechtfertigen. Ja? Und die Leute, die man dafür kriegt, die würden in Deutschland in den Knast gesperrt werden, in anderen Ländern gibt es dafür die Todesstrafe. Das sollen die Länder so machen, wie sie das meinen, dass es in ihrem Land Gesetz ist. Ja, wenn jemand Schandtaten gemacht hat, dann soll er nach deren Norm, wo das geschehen ist, in Israel dementsprechend verurteilt werden. Aber jede noch so schreckliche Tat, bestialische Morde, Vergewaltigung, rechtfertigen in keinster Weise, dass man jetzt den ganzen Gazastreifen platt macht. Ich habe Bilder gesehen, ja, und das gerade hier kriegt man das natürlich doppelt mit, ja, wo ganze Stadtteile in den Erdboden gleich gemacht worden sind. Und ich höre hier natürlich, was man in Deutschland zensiert im Fernsehen, was ein Netanyahu und einzelne Ministerpräsidenten in Israel erzählen über die Palästinenser und die Moslems, dass das Tiere sind und die kann man quasi abschlachten. Vor ein paar Tagen hat Netanyahu in der Knesset etwas aus der Tora vorgelesen, ich kann es jetzt nicht zitieren, nach dem Motto, man müsste alle diese Mörder, die werden alle über einen Kamm geschert, ob Frauen, ob Kinder, abmurksen. Ich sage das mal ganz brutal. Und dann höre ich bei uns, es ist Staatsräson, dass wir Israel unterstützen müssen. Sag mal, wo kommen wir da hin? Wen haben Sie hier ins Gehirn geschissen? Entschuldigung, das. Vielleicht wird es zensiert, ist mir dann auch scheißegal. Das ist meine Meinung. Ja? Es gibt ja keine Staatsräson, dass wir einen Völkermord, und ich nenne das ganz klar Völkermord. Ja? Es kann doch nicht angehen, dass man, weil man die Hoffnung hat, dass wir hier eventuell 10.000 Hamas-Kämpfer bestrafen, deswegen in Kauf nimmt, dass deswegen 100.000 Zivilisten und Kinder sterben.
Ja? Und darauf wird es hinauslaufen, wenn das durchgezogen wird. Es kann doch nicht Staatsräson von Deutschland sein, wenn wir an der Vertreibung von 2 Millionen Menschen teilnehmen. Denn das ist ja anscheinend das erklärte Ziel der Aktion, die die Israelis durchziehen. Und ich muss mich zensieren selber, es ist nicht das Staatsziel der Israelis. Denn Israel ist ganz klar gespalten. Denn noch vor diesem Attentat waren mindestens 50% der Bevölkerung in Israel der Meinung, es geht so nicht weiter und man muss irgendwie einen Kompromiss, einen Deal mit den Palästinensern eingehen. Ja? Jetzt natürlich nach dem Attentat, das ist ja immer so, dann sammeln sich die Leute erstmal und man muss ja dann dahinter stehen. Und dass die Israelis alle momentan wie ein Mann hinterher stehen, das kann ich ja sogar nachvollziehen. Aber wir Deutsche müssen das nicht. Ja? Ganz klar. Ja? Wir Deutschen haben die Pflicht, den Mord, diesen schändlichen Mord an den Juden zu verurteilen. Ja. Aber wir haben genauso die Pflicht, gerade weil wir für den Holocaust ja nun verantwortlich sind, zu sagen, wir decken keine Maßnahmen, die auch nur irgendwie annähernd irgendwie was in das Geschmäckle haben, dass das hier einen Völkermord ändern kann. Eine Massenvertreibung, wo unschuldige Kinder und Frauen abgeschlachtet werden. Und Kinder, ja, das durchschnittliche Alter im Gazastreifen ist 15 Jahre, die sind unschuldig. Ja, die werden natürlich sicherlich vor ihren Eltern schon früh aufgeheizt. Das mag sein. Aber deswegen sind sie zunächst mal unschuldig. Ja? Kinder werden nicht zu Verbrechern geboren. Ja? Außerdem glaube ich, dass das ein Fehler wäre, Israel in ihrer Politik zu unterstützen. Denn die Israelis tun sich damit selber keinen Gefallen. Denn wer glaubt denn tatsächlich, dass wenn 10.000 Hamas-Kämpfer getötet werden und dort Millionen Palästinenser vertrieben werden, dass nicht aus diesen 10.000 Kämpfern, da werden 30.000, 40.000 Kämpfer nachwachsen, die ganz heiß darauf sind, wieder Terroranschläge zu machen. Ja? Also das kann doch auch gar nicht im Interesse der Israelis selber sein. Und die Israelis wissen das. Die breite Masse der Bevölkerung, denke ich, in Israel, die weiß das auch. Die ist doch momentan aus den Ereignissen so mit dem Kopf vernebelt, dass sie sich das nicht selber eingestehen. Ich bin mir sicher, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dann werden auch die breite Masse der Israelis reflektieren und sagen, ja, das ist nicht die Lösung. Wie die Lösung genau aussieht, kann ich auch nicht sagen. Ich bin kein Prophet. Ich weiß nur, wir standen ja mal kurz vor einem Friedensvertrag, damals nach Camp David. Also wir waren schon mal relativ dicht dran. Ne? Ich glaube, Rabin war das damals. Der wurde dann von radikalen Juden ermordet. Ja? Also das passiert eben dann auch in Israel. Und von der Seite her sollten wir uns da sehr fern tun, uns hier einzumischen. Und wenn ich höre, dass mittlerweile 1000 deutsche Soldaten anscheinend in Zypern stationiert sind, um damit einzugreifen, um da Geiseln zu befreien, was soll denn dieser Schwachsinn? Wir haben selber nur Munition für einen Tag, ja? Wir schaffen es gerade mal 3 Panzer im Laufen zu bekommen und 3 Flugzeuge fahren, aber wir wollen uns in den Krieg einmischen, ja? So ein bisschen Show-Effekt zu zeigen, ja, wir können da doch so ein bisschen mitmischen. Das ist doch alles krank, Leute. Ja? Ich unterstütze keinen Krieg. Ich bin für absoluten Frieden, für einen sofortigen Waffenstillstand, wie es von der UNO beschlossen wurde, ist von der UNO-Vollversammlung. Über 100 Länder haben für einen sofortigen Waffenstillstand gestimmt. Die Amerikaner, die Israelis natürlich dagegen, ist ja klar. Die Deutschen haben sich enthalten, ist noch ein extra Thema. Ja? Tatsache ist aber, dass 2/3 bis 3/4 der gesamten Bevölkerung auf der Erde gegen diese Kriegsmaßnahmen sind und gegen diese Rachepläne sind. Es ist nicht so,
dass die gesamte Menschheit, bis auf so ein paar fanatische Moslems, hinter den Israelis steht. Bei weitem nicht so. Ich bin nun kreuz und quer durch Asien gefahren. Ja? Und dort hat keiner, natürlich hat jeder Verständnis dafür, für das, was den Israelis angetan sind. Aber es hat keiner dafür Verständnis. Ich habe nie jemanden gehört, Verständnis dafür, dass man dort deswegen einfach das alles platt macht und da auf Kinder und Frauen Bomben schmeißt. Und dann auch so ganz großkotzig sagt, naja, die hätten ja weggehen können. Wir haben ja gesagt, ihr könnt erstmal in einen Teil gehen. Ja, und wenn ihr nicht weggegangen seid, dann hauen wir eben halt ein paar Bomben drauf. Ja, das ist doch wohl nicht zu fassen. Ja, und das sollen wir als Deutsche unterstützen? Ja, also mit unserer Geschichte unterstützen wir doch wohl keine Maßnahmen, die auch nur den Anstrich eines Völkermordes haben. Ich kenne Israel, ich bin in Israel gewesen vor 26 Jahren. Ich habe mich mit deren Politik beschäftigt. Und meiner Meinung nach, das habe ich auch schon gesagt, ist Israel ein Apartheidstaat. Nicht alle Israelis unterstützen diese Maßnahmen. Ich denke mal, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung will das ändern, will eine Lösung haben. Aber die Radikalen, die fanatischen Moslems und die Juden, und die gibt es, die wollen lieber, die wollen keine Zwei-Staaten-Lösung, die wollen die Moslems rausschmeißen, alles sauber machen, ja, damit sie dann ein Groß-Israel bekommen. Das muss man mal auch ganz klar sagen. Und ich sage es noch deutlicher, ich persönlich bin zu 98% überzeugt, dass der Mossad und die israelische Regierung gewusst haben, dass da was kommt und dass man gerade zum Jahrestag von Yom Kippur, 50. Jahrestag, da müssten sie eigentlich doppelt, da hätten sie keinen Soldaten in Urlaub schicken müssen. Das ist ein solcher Tag, der gerade dazu reizt, auffordert, irgendwie eine scheiß Aktion zu fahren. Gerade da schicken sie ihre Soldaten anscheinend weg, ziehen sie ab von der Grenze und so weiter. Also für mich ist es ganz klar, das war eine False Flag Attack, also eine Attacke unter falscher Fahne. Wobei es ja keine falsche Fahne, denn es sind tatsächlich Hamas-Kämpfer gewesen, mit Sicherheit, die sie die Schweinereien gemacht haben. Aber meiner Meinung nach hat man es in Kauf genommen, dass Israelis sterben. Das hat man einkalkuliert. Deswegen hat man über Stunden lang quasi die Hamas machen lassen, was sie will. Um dann hinterher einen Grund zu finden, den Gazastreifen aufzurollen. Und das ist natürlich, weil Israel sehr gespalten ist und die jetzige Regierung Angst haben muss, die Kontrolle zu verlieren, abgewählt zu werden, ist das natürlich eine super Lösung, was jetzt auch der Fall ist, die alle Isris hinter der Flagge zu vereinen und nun alles gemeinsam zuzuschlagen. Und dann wird einfach diese Stresse, die Probleme, die vorher gewesen sind, vergessen. Das passt eigentlich fast perfekt alles zusammen. Für mich ist das alles viel zu perfekt, viel zu einfach. Und um nochmal zu dem Anfangsthema zurückzukommen. Ich sage das auch ganz offen. Ich denke, man müsste eine gewisse Quote einführen für Zuwanderung. Momentan sind wir am Limit. Wir brauchen zumindest einen Stopp, eine Reduzierung. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass man da ein gewisses Quotensystem haben muss, dass man nur noch gewisse Leute reinkommen lässt. Natürlich ist die breite Masse der Menschen, die momentan kommen, Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist für mich keine Frage. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen Zuwanderung. Wir sind ein alterndes Volk. Wir brauchen junge Menschen, aber Menschen, die dann auch arbeiten. Dass die Menschen nicht arbeiten, das sieht auch an unserer Regierung. Wir könnten die Menschen arbeiten lassen, meiner Meinung nach. Ja, dass wir sie jahrelang erstmal nicht arbeiten lassen und ihnen beibringen, dass man von Sozialhilfe oder Hartz IV oder Bürgergeld ja genauso gut leben kann, als wenn man arbeitet. Da sind wir selber schuld. Ja, oder was heißt wir? Da ist unsere Regierung dran schuld. Unabhängig davon,
obwohl ich sehr ausländerfreundlich bin, eingestellt bin, bin ich der Meinung, das Boot ist voll und wir müssen das erstmal reduzieren, erstmal das verarbeiten, was da ist und erstmal Integrationsarbeit machen. Und Integration ist eine Bringeschuld. Nicht wir sind dazu genötigt, als Deutsche Integrationsleistung zu bringen, sondern wer zu uns kommt, der muss den Willen haben, sich zu integrieren. Ganz klar. Da bin ich ganz strikt. Aber, um das auch ganz klar zu sagen, wie gesagt, dass man jetzt pauschal alle Moslems, die bei uns demonstrieren, da versucht in eine rechtsextreme und anti-israelische und antisemitische Ecke zu bringen, das ist, halte ich genauso für falsch, für unschuldig und letztendlich auch nur ein vorgeschobenes Geheuchel, damit man dann eben, ich sag mal, seine antirassistischen Gelüste leichter kaschieren kann. Wenn ich dann höre eben, man soll alle, die jetzt da demonstrieren, registrieren und alle sofort nach Hause schicken, ja, dann haben auch diese Menschen nicht verstanden, was das Grundgesetz ist, dass wir Demonstrationsfreiheit haben und dass wir individuell bitte die Menschen beurteilen. Ich habe das erwartet, als ich gegen die C-Pandemie-Maßnahmen demonstriert habe, dass man mich individuell betrachtet und mich nicht in eine Schublade reinschmeißt. Und das erwarte ich hier genauso. Menschenrechte gelten für alle, für mich, für die anderen. Ja? Und da wird nicht mal, weil das die Gruppe mir gefällt oder nicht gefällt, das denn unterschieden. Ganz klare Ansage. Und mich stört auch diese pauschale Verurteilung von mehr rechten Leuten. Wie gesagt, ich kann die Themen der AfD teilweise wirklich unterschreiben. Und ich habe da auch noch nichts Direktes gehört, aber von Leuten, die der AfD nahestehen, die dann versuchen, da so ihr Supplein zu köcheln, sage ich mal. Indem man die Moslems alle versucht, irgendwie so zu radikalisieren. Wie gesagt, ich bin jetzt hier in Jordanien, in Aqaba. Ich war in Amman. Amman ist 40 Kilometer vom Westjordanland entfernt. 100 Kilometer nach Jerusalem. Ja. Wie gesagt, die Hälfte der Menschen, die hier leben, sind Palästinenser. Wenn ich jetzt mitbekomme, dass der Westen, die Amerikaner, aber auch die Deutschen, das ja zur Staatsräson machen, die Israelis zu unterstützen. Was sollen diese Menschen, die hier sind, eigentlich über uns denken? Diese Menschen, wenn die hören, dass unsere deutsche Regierung die Israelis unterstützt, obwohl dort Völkermord gemacht wird, die müssten ja eigentlich gegen mich ein Hass entwickeln. Bin ich jetzt also hier gefährdet? Gute Frage. Ich bin jetzt hier seit einer Woche. Ich liebe es zu sprechen und wenn ich die Möglichkeit habe, mit Leuten zu sprechen, in kleiner Gruppe, in großer Gruppe bin ich sehr vorsichtig, dann spreche ich auch all diese Themen an, über die ich jetzt hier spreche. Ich habe von keinem Jordanier, von denen die Hälfte Palästinenser sind und das auch ganz klar sagen, gehört, dass sie meine Meinung nicht akzeptieren. Ich habe immer die Attentate von der Hamas verurteilt. Sie haben das akzeptiert, verstanden, haben ihre Meinung gesagt, haben gesagt, was die Israelis tun, ist nicht richtig, haben gesagt, das relativiert nicht die Morde. Das haben sie voll akzeptiert. Ich bin hier immer gewesen, wo komme ich her, wo komme ich an? Ich werde hier am Tag mindestens 5-6 Mal angesprochen. Kann ich was helfen? Wo kommen Sie her? Ich sage voller Stolz, ich bin Deutscher. Normalerweise hätten diese Menschen, wo unsere Regierung sagt, wir unterstützen euren Gegner, hätten die ja, wenn ich das so höre, müssten die mir ja ins Gesicht spucken, mir eine Keule über den Arsch schauen und sagen, du Verbrecher. Nein. Die Menschen reagieren hier sehr freundlich. Ach, du bist Deutscher? Dann kommt eher Lob, Unterstützung, danke. Ja? Also, ich erlebe hier überhaupt keinen Fanatismus, sondern so viel Menschlichkeit, ja? Und Zurückhaltung. Die Menschen, die hier leben,
Ja? Bei uns wird das so dargestellt, als wenn jetzt diese Aktion der Hamas jetzt ein Einzelfall ist. Ja, in der Größe mit Sicherheit. Aber das passiert hier mehr oder weniger alle paar Wochen. Dass irgendeiner sich in Luft gesprengt hat, irgendein Attentäter. Ja? Und dann kommt wieder eine Strafaktion der Israelis. Ja? Da wird dann für einen toten Israelis werden 100 Zivilisten oder sogenannte Hamas-Kämpfer und Kollateralschäden in Luft gesprengt. Das wird als ganz selbstverständlich dargestellt. Das leben die Leute. Deswegen, die stumpfen da ab. Ja? Das, was wir sagen, hier die große Panik und das wird hier alles so nicht gelebt. Ja, das wollte ich mal so ein bisschen loswerden, weil, wie gesagt, ich bin hier direkt quasi an der Frontlinie, unter Palästinenser umgeben. Und wenn ich höre, dass man bei uns Ängste schürt gegenüber den Moslems, dass die uns jetzt überfallen, unsere Frauen und sonst was, und dass das für uns der Untergang bedeutet. Nein, das tut es nicht. Aber ich sage das auch, vielleicht so für mich so als letztes Wort, ich bin trotzdem der Meinung, dass man auch die Zuwanderung A begrenzen sollte und dass man auch einen Schlüssel findet, dass der prozentuale Anteil der Moslems in Deutschland nicht zu groß wird. Ich sage das ganz klar. Einfach zur Vorbereitung, zur Prävention, damit man leichter integrieren kann. Wenn eine Gruppe zu groß wird, eine Volksgruppe, eine Religionsgruppe, dann ist die Integration einfach schwieriger. Und deswegen denke ich, man sollte dort aufpassen, dass eine Gruppe, ob das jetzt Moslems sind, Juden, Buddhisten, was auch immer, oder Sikhs, dass sie nicht zu groß wird. Dass bei uns jetzt die Moslems sind, die jetzt relativ bevölkerungsstark sind, das ist jetzt mehr oder weniger eben Zufall. Ja? Wie hoch der prozentuale Anteil ist, das weiß ich nicht. Aber ich denke, man könnte jetzt denn vielleicht eher die Begrenzung, wenn man sagt, schränkt also jetzt die Zuwanderung ein oder den Status, die Vorgaben, wie man das auch in Australien oder Kanada macht, dass man sagt, überproportional, wenn du Muslim bist, im Moment kannst du kommen, aber dann eben musst du dementsprechend eine bessere Schulbildung haben und so weiter. Das kann sich dann in ein paar Jahren wieder ändern, wenn der Anteil sich wieder ein bisschen ausgeglichen hat. Aber ich denke, im Moment sollten wir da wirklich eine Pause machen. Ja? Ich will die Zuwanderung von Moslems nicht stoppen, aber man muss einfach aufpassen, dass die Balance aus dem Gleichgewicht sind. Und nicht alle Menschen sind gleich schnell. Ich bin sehr aufgeschlossen gegenüber Ausländern, aber ich habe vollstes Verständnis für Menschen, die meistens älter sind, nicht so aufgewachsen sind oder aus den neuen Bundesländern kommen, die weniger Kontakt zu Ausländern hatten, dass die erstmal ihre eigene Zeit brauchen, sich an diese neuen Verhältnisse zu gewöhnen. Und die Integration geht immer leichter, wenn es auch wirtschaftlich wieder bergauf geht. Und wenn man den Menschen Arbeit gibt und sie auch arbeiten lässt und nicht ihnen noch die Arbeit verbietet und ihnen Bürgergeld gibt. Ja? Ich bin der Meinung, lass den Menschen mindestens für eine gewisse Zeit, wenn sie keine Arbeit haben, kriegen sie nur Essen und Trinken, ein Bett, ja, aber keine finanzielle Unterstützung. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen sowieso. Wer keine Knete bekommt und nicht arbeiten will, der geht dann sowieso weg. Ja? Und da braucht man ja gar keine Massenveranstaltung zu machen, weil die müssen wir alle ausweisen. Wenn die keine Knete bekommen, dann gehen die sowieso weg. Die Faulen, die Fleißigen. Die werden sich einen Job suchen. Die zahlen was in die Steuer ein, in die Rentenkasse ein und unterstützen den Staat. Ja? Aber das würde jetzt zu tief für euch sein, will ich jetzt gar nicht abschweifen. Aber dabei soll es sein. Einen lieben Gruß aus Jordanien und in 2-3 Tagen bin ich dann wieder in Good Old Germany. Ich werde dieses Video auf meinen Talk-Kanal denn posten, umlegen, weil der hat auf meinem Reisekanal zwar auch was zu suchen, aber ich will den nicht zu sehr mit politischen Statement vermischen. Soweit, so gut, Leute.